So, Folge 14, 15, irgendwie sowas um Dreh. 15, glaube ich, müsste das sein. Ich habe gerade nochmal bei den Audioeinstellungen geschaut. Ich hatte einen Riesenmakel drin und ich dachte schon, mein Headset sei kaputt. Aber ich war auf dem einen doch wohl auf dem einen Ohr ein bisschen lauter als auf dem anderen. Möchte ich mich dafür entschuldigen. Liegt aber daran, dass ich erst jetzt kürzlich beide, also auf Stereo umgeschaltet habe. Weil ich habe ein Kabel verloren gehabt und deswegen ist praktisch ein rechts-links, also der linke Output bei mir, hat er sich nicht gemacht, weswegen ich dann einfach eine Monospur genommen habe. Hatte zum Nachteil, dass mit meiner Aufnahmemethode leider dann auch der Sound mono war, was ich euch ersparen wollte, jetzt auf lange Sicht gesehen. Deswegen neues Kabel, aber ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass der Mikrofon, wie nennt man dieses Ding hier? Mixer, der Mikrofonmixer, an die Audiobox natürlich angeschlossen werden muss und ich bei der Audiobox dann auch beides auf die gleiche Lautstärke schalten sollte. Habe ich nicht dran gedacht. Mein Fehler, aber es war ja nur eine Folge. Gut, dass ich nochmal alles überguckt habe, ob die ganzen Sachen hier auch stimmen. Ich höre mich immer noch relativ leise, was sehr verwunderlich ist, aber die Aufnahme vorhin war eigentlich in Ordnung. Also hoffe ich, dass es nach der auch so ist. Ich mache jetzt nochmal hier nur 15 Minuten, ne, so. Und dann höre ich mir das nochmal an und dann korrigiere ich ein bisschen nach. Ihr müsst mir verzeihen, wie gesagt, ich bin noch nicht lange hier mit den Let's Plays beschäftigt. Zumindest ist das ja das zweite, respektive erste richtige Spiel, was ich spiele. Drum muss ich mit den Einstellungen, mit den Tönen und so weiter auch noch viel rumfuchsen. Das merkt ihr wahrscheinlich auch. Während ich immer rede, machen wir mal das Wimmelbild hier, wo wir ein Bügeleisen, ein Isolierband, Kakerlake, Kronkorken, Münzen, Rettungsring, Schwamm, Socke, Stern, Teddybär, Thermometer und ein Waschbrett suchen. Genau, ich suche mal schon ein bisschen und erzähle da nochmal weiter, was ich gerade meinte. Merkt ihr wahrscheinlich auch die Aufnahmen, also meine Stimme verändert sich immer ganz ein bisschen leicht. Das liegt natürlich drauf, kommt drauf an, wie gut ich auch gerade in Stimmung bin. Und zum anderen halt eben auch, oder was heißt, wie gut ich in Stimmung bin, in welcher Stimmung ich gerade bin. Und das liegt aber dann auch zum Teil, da man das Bügeleisen, daran, dass ich halt einfach mit den Soundeinstellungen im Moment noch rumspielen muss, dass meine Stimme auch so langsam immer ein bisschen natürlicher wird, weniger basslastig. Ich muss auch mit den ganzen Audio-Codecs immer so ein bisschen ja, rumgucken, was da so läuft. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt so langsam mal hinbekommen. Und ich muss auch sagen, also die Aufnahmequalität jetzt hat sich schon wesentlich verbessert im Vergleich zu dem, wie es in den ersten Folgen dann doch war. Und ich habe derweil schon mal die Hälfte fertig gemacht, während ich hier komisch rumlabere mal wieder. Aber mein Kanal heißt ja nicht umsonst Seilbaderei. Wobei ich mir eigentlich damals einen anderen Namen überlegt hatte, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, komm, du machst hier auch mal so ein Let's Play. Ich bin ja ambitionierter Spieler, also von dem her. Was haben wir denn noch? Ich sehe gerade da mal den Teddybären. Wie konnte ich den denn übersehen? Ja, da hatte ich mir eigentlich einen ganz anderen Namen rausgesucht. Aber gut, jetzt habe ich den eben dann vergessen gehabt und bin dann auf den Namen gekommen und finde ihn eigentlich auch ganz schön. Vor allen Dingen seine Bedeutung. Das passt so ein bisschen gerade zu mir. Das Waschbrett müsste doch eigentlich gut zu sehen sein. Ha. Ach, so ein uralt Waschbrett. Jetzt so ein Ritscheratsche, antikes Römer. Nee, nicht Römer. Hier. Wir hatten das. Die mit den Dreiecken in der Wüste, die ihre komischen Dreiecke dahin gebaut haben. Die Ägyptianer, glaube ich, nennt man die, ne? Ägyptianer, sehr schönes Wort. Nee, Ägypter, ist mir schon klar. Die haben ja auch so welche Waschbretter hier irgendwie mal. Wahrscheinlich nicht, aber man sagt es ja so. Ein Schwamm, das ist kein Schwamm. Schwamm und Socke. Ich finde beides nicht. Die Socke hängt hier direkt vor der Nase. Das ist schön. Und jetzt noch der Schwamm. Das letzte, ist es ein Schwammtuch? Nein, es ist kein Schwammtuch. Nein, es ist es auch nicht. Hier ist ein Schwamm. Natürlich auch, ich habe jetzt an so einen Küchenschwamm gedacht. Und wir halten Stiefel. Sehr schön. Wir haben Stiefel bekommen. Mit den Stiefeln natürlich
können wir jetzt hier hinüberlaufen. Und zwar müssen wir die Stiefel wahrscheinlich hier drauf anwenden. Jetzt können wir hier nichts machen, aber wir können hier rüber gehen. Und wenn wir zurückgehen, stehen die Stiefel immer noch da. Super! Perfekt. So, hier haben wir gleich mal was ganz Neues. Was auch immer das Ekliges ist, ich schau's. Diese Blume könnte meine Hand abbeißen. Ich muss dieses gefräßige Maul mit Insekten stopfen, damit es mir nicht mehr gefährlich werden kann. Hau's mit dem Paddel platt. Mach's weg. Das ist ja... Einfach nur... So, Holzbretter wurden festgenagelt. Ich brauche das richtige Werkzeug, um sie zu entfernen. Haben wir... Wir haben immerhin ein Brecheisen, was komischerweise immer noch da ist. Oh. Wunder, Wunder. Was haben wir denn hier? Die Pumpe funktioniert einwandfrei, aber ohne einen Schlauch kann ich das Wasser nicht abpumpen. Wir haben aber keinen Schlauch dabei. Also müssen wir wieder zurück. Gibt es hier noch irgendwas anderes, auf das wir klicken können, außer auf diese komische, eklige Blume, die ich nicht mehr sehen will? Können wir nicht, aber wir gehen jetzt mal zurück zu unserem Boot, was schon schön ein paar Ewigkeiten auf uns wartet. Und eins und zwei und zack. Hier haben wir gleich mal die andere Kreuzhälfte. Sehr schön, was haben wir hier? Aua, die beißen. Solange die Insekten hier sind, werde ich meine Hand dort nicht hineinstecken. Wir haben das Insektengift, was weg ist. Ah, eine Statue haben wir gefunden. So was Schönes aber auch. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Blockade entfernen könnte. Vielleicht könnte ich sie ja in die Luft sprengen. Das ist eine Möglichkeit. Sie fliegen zu schnell. Ich kann sie nicht mit meinen Händen fangen. Die fliegen zu schnell. Echt jetzt? Ansichtssache, würde ich mal sagen. So, was machen wir als erstes? Machen wir erst die Statue oder erst die Kreuzhälfte? Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe schon wieder mal vergessen, den dämlichen Dingens hier zu starten. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Und ich sehe es natürlich auch nicht. Doch, halt, nein, hier. 7 Minuten nehmen wir jetzt schon auf. Ha, ich sehe es ja, wann die Dateien angelegt werden. Ich, kleiner Intelligenzbolzen hier. So, 7 Minuten. Dann machen wir doch erstmal dieses wunderschöne Rätsel, was jetzt wieder auf uns zukommt. Dann haben wir nämlich nur noch 2 Statuen. Und wir haben wieder ein Puzzle. Yippee. Aber so langsam, glaube ich, sollte ich schon ein wenig schnell... ein wenig schneller vorankommen mit diesem Gepuzzle hier. Das sehen wir gleich mal, wie sich das alles so... ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Und das hier schaut auch sehr eigenartig aus. Vor allen Dingen, weil ich keine Ahnung habe, wo es hin muss. Den Fuß, den können wir manchmal hinsetzen. Dieses Gesicht können wir auch hier einsetzen. Das ist wahrscheinlich das alte Ehepaar. Höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt mal so sagen. Das hier ist sein Schritt. Das hier ist irgendeine Katze. Vorzugsweise die hier, die es nicht sein kann. Hier haben wir die Oma. Hier haben wir das Öhrle von der Katze. Das hier kommt hier hinein. Hier haben wir... Was ist dahin? Jawoll. Ich werde ja nochmal irgendwann richtig gut hier drin. Irgendwann wohl gemerkt. Aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Spiel. Also, in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wo du hinkommst. Da haben wir auch noch so eine komische kleine Katze, die auch irgendwie nirgendwo wirklich hin da unten passt sehen. Das hier ist auch so eine komische... Bin ich jetzt... Also da geht nicht. Hier macht auch keinen Sinn. Und hier muss sie dann wohl sein. Ja. Das passt dahin. Bist du wohl ruhig? Ich bin noch gar nicht fertig, also hör auf so zu mauzen. Ich komme mir da immer so langsam vor, wahrscheinlich bin ich es auch. Und ihr denkt euch die ganze Zeit, jetzt komm schon, mach endlich mal hinge, klick auf Überspringen, aber das habe ich zwar schon ein paar Mal gemacht, aber nicht heute. Nicht heute.
Da kann das gar nicht hinpassen. Das heißt, das muss eins von diesen. Eins von diesen komischen Sachen sein. Das passt da auch nicht hin. Ich kann. Eieiei, was baue ich denn hier schon wieder? Also das macht. Das passt hier alles irgendwie nicht hin. Das passt dahin. Das passt hier hin. Das hier kommt dorthin. Und. So. Ja, wunderbar. Jetzt wird das hier mal ein bisschen voller. Ich sollte mir angewöhnen, so etwas nicht zu sagen, weil irgendwie stockt das dann immer sofort wieder. Das. Hallo? Achso. Passt da gar nicht hin. Was natürlich auch so definitiv. Wo sollst denn du dann? Hier? Nein. Dort passt du auch nicht rein? Da. Da. Natürlich. Da. Wo denn sonst? So. Wunderbar. Dann haben wir dieses Teilchen hier noch. Das hier kommt hier hin. Schätze ich mal. Das hier ist so ein bisschen heller. Das müsste hier hin. Das hier ist ebenfalls ein bisschen heller. Das ist jetzt alles so geschätzt von der Helligkeit. Drum flutscht das gerade ein wenig. Wenn auch nicht sonderlich gut. Wie man gerade wieder merkt. So. Jetzt. Das hier kommt dorthin, das hier dort. Das hier ist irgendwie so Schuh. Und das hier ist, kann nur zwangsweise dahin, dieses ebenfalls. Das kommt dahin, das dahin. Wie viele Teile sind denn das noch? So. Das muss hier hin, das muss dahin, das dort. Und das letzte Teilchen hier. Die Bewohner von Ultar behaupten, dass die Armee von Katzen das Haus des alten Ehepaares stürmte, nachdem Menes die seltsamen Worte gesprochen hatte. Aus dem Inneren des Hauses waren schreckliche Schreie zu hören, als wenn dessen Bewohner auseinandergerissen würden. Das alte verrückte Ehepaar wurde niemals wieder gesehen. Und wir haben einen Tänzer, sehr schön. Und den Tänzer, den lassen wir jetzt mal tänzeln. Das, wo haben wir den dann? Wo haben wir den? Den haben wir hier hinten drin. Im Keller. Ich entsinne mich. Das ist ja unser geliebter Keller. Und dann lassen wir den beiden mal tänzeln. Letzter Wille. Achso, nee, den haben wir ja schon gelesen. Du hast. Ey, ich wollte das noch weiterhören. Och, Mensch. So, das kommt da rein. Und dann kümmern wir uns direkt mal. Nicht lange hier Zeit verschleudern. Sondern wir kümmern uns direkt. Gibt es keinen Eingang zu dem Friedhof oder sowas? Zack. Kescher. Jetzt müssen wir wieder alles zurück. Gibt es hier eigentlich keine Schnellreisemöglichkeit oder sowas? Ich muss mal kurz. Nö, nichts. Da müssen wir tatsächlich den ganzen Weg immer wieder hin und her. So, mit dem Boot darüber. Jetzt nehmen wir den Kescher, fangen die hier ein. Jetzt haben wir einen Schmetterling. Uff, geht nicht. Jetzt haben wir einen Schmetterling. Also hier haben wir nichts mehr zu tun. Dort drin ebenfalls nicht. Auch dieses hier ist leer. Das hier ist schon länger leer. Da war sowieso relativ wenig drin, muss ich sagen. Das war auch eins der ersten Dinge, die wir leergeräumt haben. Die Katzen, es fehlen noch zwei Katzen. Den Uhu haben wir draußen, das haben wir draußen. So langsam wird es echt alles leer. Das Wasser. Gut, das Wasser ist auch schon verbraucht. Der Alligator haben wir auch schon weg. So, ein Schlauch. Wir haben immer noch. Ah, Dynamit. Dynamit. Oh, oh. Und hier haben wir noch so ein Schlossteil. Sehr schön. Jetzt muss ich mal echt auf die Schlossteile aufpassen, dass ich die nicht übersehe. Das
gelingt mir ja relativ gut immer beim Erzählen. Tja, was heißt erzählen? Ich erzähle ja noch nicht mal, ich brabbel einfach sinnlos vor mich hin. Hier haben wir schon überprüft. Ach, gucke mal an. Dieses Buch zeigt dir, wie man Menschen beeinflusst. Möchtest du andere Leute Leben kontrollieren? Sollen die andere Leute tun, was du möchtest? Kinderleicht, braue einen Demenztrank und mische ihn täglich ins Essen. Die Menschen werden schwach und werden dir alles glauben. Sogar, dass es ein Unsterblichkeitselixier gibt. Mische den Trank unter ihr Essen und erzähle, was du willst. Dieses funktioniert besonders gut mit alten Menschen. Und hier unten ist sogar die Formel. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das wirklich eine Formel ist oder ob das irgendwie nur irgendwas ist. Ja, also wir können nur ein einziges Buch hier lesen. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir damit wirklich anfangen sollen. Achso, nee, wir haben ja noch ein zweites Teil. Zack. Es fehlt uns noch das dritte. Wir haben das Dynamit. So, das Dynamit können wir gleich mal hier verdynamitisieren. Und dann vaporisieren wir die Steine hier hinten nämlich einfach mal. Zack. Dynamit und die Streichhölzer. Bäm. Und wir haben einen neuen Durchgang, wo wir in eine... Es ist zu dunkel. Ach komm, so dunkel ist es jetzt auch nicht. Es ist zu dunkel. Hier, mach mal Licht. Zack. Das funktioniert sogar. Na, wer hätte das gedacht? 15 vor 24, yay. So, Büchle. Jemand erwähnte, dass vor langer Zeit in Ultar ein Krieg geführt wurde. Der Feind war schrecklich und unbesiegbar. Die Bürger waren dann aber auf das Katzenkriegshorn gestoßen. Katzenkriegshorn. Sobald das Katzenkriegshorn ertönte, kamen die Katzen, griffen den Feind an und zerrissen ihn in Stücke. Dies geschah vor langer Zeit und das Katzenkriegshorn wurde seither in der Katzenstatue auf dem Marktplatz versteckt. Aber sollte jemand es verwenden, erhält er Gewalt über eine riesige Katzenarmee. Katzenkriegshorn. Die Steine sind schwer, aber mit dem richtigen Werkzeug kann ich sie entfernen. Breche also. Boah, echt. Oh, Leute. Ich kann mit dem Brecheisen kann ich nichts machen, aber 50 Tonnen Stein. Weg. Was ist das? Sieht aus wie ein Mosaik, in dem ein Teil fehlt. Na gut. Dieses Wimmelbildchen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich gucke mir nochmal den Ton an und dann sehen wir uns eigentlich direkt im Anschluss wieder. Bis gleich.